Allgäu TV Spezial. So langsam geht es im Allgäu wieder los. Die Sonne scheint, die Blumen blühen und die Campingfreunde zieht es wieder in die Natur. Der Anblick eines Wohnmobils oder Wagens ist für uns heute nicht ungewöhnlich. Doch das war nicht immer so. Wo das Camping seinen Ursprung fand, wie es sich bis heute entwickelt hat und was die Zukunft bringen wird, erfahren Sie in der heutigen Ausgabe von Allgäu TV Spezial. Wir starten chronologisch mit den Ursprüngen des Campens und besuchen dafür das Erwin-Hümer-Museum in Bad Waldsee. Hier kann man die Geschichte des mobilen Reisens von der Vergangenheit bis heute sehen. Das Caravaning, so wie wir es heute kennen, entstand Ende des 19. Jahrhunderts in England. Dort hat man wunderbare Wagen, zum Beispiel Pferde vorgespannt oder auch schon bereits motorisiert. In Deutschland entstand das erste Wohnauto Anfang der 30er Jahre. Und zwar im Allgäu. Aris Detlefs entwickelte in Isny den ersten deutschen Wohnwagen, genannt Wohnauto. Es handelt sich hierbei um einen Nachbau. Das ist wohl der einzige Nachbau im Museum, weil das Original ist leider verschollen. Aber dieses Fahrzeug wurde von Detlefs bereits 1974 nach den Originalplänen, die sind nämlich Gott sei Dank noch alle da, nachgebaut. Und es zeigt eigentlich ganz wunderbar, dass diese Fahrzeuge eigentlich schon alles hatten, was man brauchte. Und zwar, wenn man hier reinschaut, sieht man so zwei solcher Becken. In dem einen Becken zum Beispiel, da wurde Wäsche gewaschen. Schmutzige Wäsche rein, Wasser drauf, Waschpulver drauf, die Klappe zu. Und während der Fahrt wurde die Wäsche geschüttelt und war dann nach blitzsauber. Sie haben auch im Prinzip schon Kühlschränke, die natürlich ganz mechanisch noch funktionierten. Das war hier eingebaut mit Eisbehältern und so weiter zum Kühlen drin. Sie hatten aber auch schon eine Wasserversorgung. Und als dann das erste Kind kam, wurde schwuppdiwupp ein kleines Bett eingebaut, sodass die gesamte Familie Detlefs darin übernachten konnte. Aris Detlefs hat sogar das Hubdach erfunden, das hier gerade nach oben geöffnet wird. Später wurden die Dächer runder und hatten aerodynamischere Formen, damit man den Wohnwagen leichter hinter dem Auto herziehen konnte. So hatte der Wagen mit geschlossenem Dach die gleiche Höhe wie das Zugfahrzeug. Doch was in die Höhe ging, war auch in die Breite möglich. Die Besonderheit bei diesem Wohnwagen ist, dass man ihn ganz schmal zusammenfahren kann, so dass er dann quasi als Anhänger wieder hinter dem Pkw fahren konnte. Und sobald man auf dem Campingplatz ankam, wurde er wieder auseinandergefahren und dann hat man ein großzügiges Fahrzeug gehabt. Ein Wohnwagen hatte einen hohen Stellenwert bei seinem Besitzer. Denn den konnte sich, egal ob zusammenfahrbar oder klassisch, nicht jeder leisten und war nur in Kombination mit einem eigenen Auto möglich. Das war in den 30er bis 50er Jahren noch sehr teuer. Erst mit der Wirtschaftswunderzeit wurde das Auto ja zu einem Gegenstand quasi für jedermann und damit wurde natürlich auch das Camping und Caravaning sehr, sehr beliebt. Reisemobile, wie man sie auch heute kennt, entstanden erst Mitte bis Ende der 70er Jahre. Doch egal, wie man damals gecampt hat, man galt als Pionier. Und teilweise waren Camper richtige Abenteurer, die mit ihren Wohnwägen im Schlepptau Berge umrundet und weit entfernte Länder bereist haben. Camping und Caravaning bedeutet, das haben sie alle gemeinsam, sie wollen hinaus ins Grüne. Sie wollen unabhängig von Unterkünften reisen und das hat sich früher wie heute nicht geändert, sondern das ist wirklich dieses Freisein, aber vor allen Dingen der Drang hinaus ins Grüne, ins Freie, in die Natur. Das ist so ein ganz, ganz wichtiges Thema beim Thema Camping und Caravaning. Egal, ob Sie jetzt mobil wirklich mit dem Fahrzeug und dem Wohnwagen unterwegs sind oder ob der Wohnwagen draußen im Grünen fest verankert ist. Caravaning bedeutet ja, das Zuhause dabei zu haben. Und Sie können natürlich von ganz einfachen, ich sag mal vom Zelt angefangen oder vom Zeltanhänger mit einer ganz einfachen Ausstattung, in der Sie nur schlafen können, reisen. Sie haben Fahrzeuge, die sind ganz einfach ausgestattet und Sie haben Fahrzeuge, unabhängig von Zeit und Alter, die schon sehr luxuriös ausgestattet waren. Luxus kann sich auf den Innenraum beziehen, zum Beispiel auf eine voll ausgestattete Küche mit gasbetriebenem Ofen sowie drei Gasherdplatten und einer eingebauten Badewanne, wie in diesem Wohnwagen aus den 60ern. Luxus kann aber auch schon von außen sichtbar sein. Wie der Name des Fahrzeuges schon sagt, Micafa Deluxe, das war wirklich Luxus. Dieses Fahrzeug mit einem V8-Motor von BMW drin ist natürlich Luxus pur gewesen. Und es ist es auch noch heute, wenn man sich das anschaut. Es hat alles das, was ein modernes Reisemobil auch hat. Und es hat vor allen Dingen eine eigene Dachterrasse. Doch was luxuriöse und normale Camper gemeinsam haben, ist Hunger.
Hier sieht man einfach ganz schön, wie auch der Kühlschrank, das war die Box unten im Boden mit Eiswürfeln. Da wurden die Getränke und Speisen, die man haltbar halten wollte, quasi mit gekühlt. Aber man hat eigentlich alles das mitgenommen, was man zu Hause auch hatte. Eingemachtes, Getränke, weil man unterwegs auch gekocht hat. Auf kleinstem Raum wurde bereits gekocht. Das hat sich gar nicht so sehr geändert bis heute. Was sich aber in der Gegenwart geändert hat, schauen wir uns jetzt an. Dafür fahren wir nach Isny. Michael Mattner betreibt hier im 7. Jahr einen Campingplatz. Hierher kommen hauptsächlich Touristikcamper, also Camper, die ein paar Tage oder wenige Wochen bleiben. Dauercamper, die einen festen Wohnwagen auf dem Platz haben, gibt es hier nicht. Schicke, moderne Wohnmobile und Wägen stehen hier aber trotzdem rum. Ja gut, das Camping ist natürlich auch luxuriöser geworden gegenüber früher. Die Fahrzeuge sind moderner, mit viel ausgestattet. Es gibt wesentlich mehr Wohnmobile wie früher. Früher waren ja eher Wohnwagen. Aber es gibt auch einen gegensätzlichen Trend zur Einfachheit mehr. Es gibt mehr Zelter, das Zelt kommt auch wieder, dass die Leute einfach in der Natur sein wollen, so dicht wie möglich. Es geht also bei dem klassischen Zelt ohne große Ausstattung los und endet bei einem langen Wagen oder Wohnmobil mit einer Ausstattung, die einer voll eingerichteten Wohnung ähnelt. So hat er neben den Stellplätzen für Wohnwägen und Mobile auch eine Wiese für Zelte. Dennoch, die Stellplätze für das Zuhause auf Rädern überwiegen. Also die typischen Camper von heute, das ist ein Ehepaar über 50 mit Wohnmobil unterwegs. Aktuell ist die Campingsaison gerade erst gestartet. Das heißt, hier ist noch nicht so viel los. Ein Gast, den Michael Mattner seit Jahren kennt, ist aber schon da. Hans-Jürgen Hauers ist gerade für eine Woche im Allgäu zum Urlaub machen. Insgesamt verreist der Dortmunder dreimal im Jahr für einige Wochen. Man muss einfach die innere Einstellung dazu haben. Jemand, der sagt, nee. So ein Vagabundenleben ist nichts für mich. Ich gehe in ein Hotel und lasse mich bedienen und kriege da mein Essen vorgesetzt. Und meinen Teller brauche ich nicht selber spülen. Den werden sie hier niemals hinkriegen. Er ist mit dem Camping groß geworden. Es fing mit Zelten an und später hatten seine Eltern dann auch einen Wohnwagen. Seinen ersten eigenen Wohnwagen kaufte er sich Ende der 80er. Inzwischen hat er seinen dritten. Er hat den Wandel beim Camping also selbst miterlebt. Da sind zum einen die Luken, die man oben sieht, die größer geworden sind, die man ganz aufklappen kann, sodass auch mehr Luft reinkommt. Da sind rundherum die Fenster, die man öffnen kann, was vorher nicht war. Früher war Standard vorne, hinten und an der Küche. Die anderen Fenster waren alle fest im Gummi zu, konnte man nicht öffnen. Man hat heute ein Warmwassergerät eingebaut. Man hat ein bequemes Bett, eine bequeme Matratze da und muss nicht mehr den Tisch runter machen und das alles zusammenschieben aus einzelnen Stücken. Das heißt, man schläft auch bequemer. Die Umluft ist natürlich, gab es früher auch, aber es ist besser geworden, verteilt sich besser, man kann das anders aufteilen. Das ist also schon alles insgesamt komfortabler geworden. Natürlich auch teurer, ne? Den Tisch kann man trotzdem noch runter machen, aber nur, falls man zusätzliche Schlafplätze braucht. Die Küchenzeile ist moderner, das Badezimmer edler und hier versteckt sich auch ein Flachbildfernseher. Da möchte ich schon bestimmte Dinge inzwischen haben, die ja da sind und eigentlich auch Standard sind. Also so wie der da steht, war der in der Grundausstattung schon so, wie ich ihn haben möchte. Feinheiten, individuelle Geschichten, die muss man immer selber machen. Oder man gibt viel Geld aus und lässt sie machen. Die Ansprüche des typischen Campers sind also im Laufe der Zeit gestiegen. So bieten auch Campingplätze in der heutigen Zeit einiges. Natürlich gibt es das Sanitärhaus mit Spülanlagen. Jeder Stellplatz hat einen Strom- und Wasseranschluss und es gibt sogar Satellitenschüsseln. Was hat sich aber noch im Vergleich zu früher geändert? Also ich empfinde so, früher war es etwas freier noch. Man konnte losfahren ohne zu reservieren. Das ist jetzt die letzten Jahre nicht mehr so ganz einfach möglich, weil einfach im Sommer ist es deutlich besser zu reservieren, weil sonst könnte es sein, dass man einfach nicht mehr unterkommt. Wenn man sich die Wohnwägen bzw. Mobile und Campingplätze von heute anschaut, fällt es einem schwer, darüber nachzudenken, was eigentlich noch fehlt bzw. was Camping noch fortschrittlicher machen könnte. Wir bleiben in Isny. Hier wurde nicht nur der erste Wohnwagen von Aris Detlefs erfunden und gebaut, hier arbeitet man gerade auch an einem vollelektrischen Wohnmobil. Wir stellen uns natürlich so die Zukunft vor. Natürlich, hier im Moment haben wir aktuell nur einen Prototyp. Es wird sich noch einiges tun in Zukunft.
vor allem auch die Batteriekapazität. Wir haben jetzt mittlerweile oder aktuell eine Kapazität von oder eine Reichweite von 200 Kilometer. Natürlich für ein Wohnmobil relativ wenig interessant im Moment, aber wir stellen uns vor, dass sich, und wir glauben auch, dass sich in Zukunft noch einiges tun wird, vor allem in den nächsten 2-3 Jahren, dass sich hier die Leistung eklatant erhöhen wird. Voll elektrisch. Das heißt also, in Zukunft würde in diesem Fall auf Gas verzichtet werden, ohne dass man sich aktuell Heizen und Kochen im Reisemobil gar nicht vorstellen könnte. Als einzige Energiequelle wird also nur Strom benötigt. Während der Fahrt können die Batterien sogar aufgeladen werden. Zum einen durch die Steuerung an sich, also wenn man bremst oder sich das Fahrzeug in Schubgeschwindigkeit befindet, zum anderen natürlich durch die Solarzellen auf dem Mobil selbst. Wir haben ca. 30 Quadratmeter Solarzellen am Fahrzeug angebracht, verteilt auf Seitenwände, auf Decke, auf Heckwände. Und die bringen allein theoretisch, natürlich brauchen wir von allen Seiten, brauchen wir Sonne, das haben wir nicht, im Idealfall nicht. Und im besten Fall haben wir hier eine Leistung von 3000 Watt. Dennoch kann die Reichweite während des Fahrens nicht erweitert werden. Das Aufladen betrifft die Batterien für die Geräte und Funktionen im Innenraum. Bis die Fahrbatterie wieder aufgeladen ist, dauert es ca. 8 Stunden. Dafür ist ein Starkstromanschluss notwendig, der aber auf jedem normalen Campingplatz zu finden ist. Die Einrichtung wirkt vielleicht etwas höherklassiger, ist aber in gängigen modernen Reisemobilen auch schon so zu finden. Markus Henge zeigt uns aber, was diese Zukunftsvision von den aktuellen Reisemobilen unterscheidet. Ja, bei dem Smart Motorhome, wie wir es so schön nennen, haben wir die Möglichkeit, das komplette Fahrzeug über das iPad zu steuern. Also beispielsweise, wir haben hier eine App installiert, die sich Camp Connect nennt. Und wir haben hier die Möglichkeit, die verschiedenen Funktionen zu überprüfen, aber auch zu steuern. Beispielsweise die Heizung lässt sich komplett über das Display steuern, indem wir hier Latentwärmespeicher verbaut haben, in den Fahrzeugwänden, in den Fahrzeugdecken, aber auch in den einzelnen Möbeln. Und die Latentwärmespeicher haben den Vorteil, dass sie die Energie über 26 Grad aufnehmen. Und unter 26 Grad, also sollten wir am Abend eine Temperatur von unter 26 Grad haben, geben sie die Energie wieder ab. Diese Wärmespeicher sind also zum Beispiel auch hier in den Sitzkissen verbaut. Eine weitere Funktion von diesem iPad oder von diesem Wohnmobil ist, dass wir über das iPad das Licht steuern können. Wir können also über die verschiedenen Bereiche, hier sehen wir es, wir können hier diesen Wohnraum, wo wir uns gerade befinden, anklicken und mit einem Klick können wir die kompletten Lichter hier ausschalten. Aber wir können auch die einzelnen Lichter in diesem Wohnraum steuern. Wer nicht tippen will, kann die Funktion aber auch über Sprache steuern. Dein Reisemobil wird verriegelt, die Bewegungsmelder sind aktiviert. Gute Nacht. So schön und exklusiv die Zukunft in diesem E-Wohnmobil auch wirkt, aktuell könnte man es sich in dieser Form nicht leisten. Nein, also im Moment haben wir hier nur einen Prototypen. Wir können im Moment noch nicht sagen, wann das Fahrzeug in Serie gehen wird. Wir gehen allerdings davon aus und wir hoffen es natürlich auch, dass wir in den nächsten 2 bis 3 Jahren das Fahrzeug dann in Serienzustand aufbauen können. Wir sind hier natürlich auch ein bisschen abhängig von den Batterieherstellern, von den Chassisherstellern. Sobald wir von denen Feedback bekommen, dass es vorangeht, können wir natürlich dann weitermachen. Egal, was die Zukunft bringen mag, egal wie viel das Wohnmobil von morgen mitdenkt, der Grundgedanke des Campens, nämlich in der freien Natur zu sein, hat sich nicht geändert. Und wem der Luxus zu viel ist, der kann ja immer noch zelten.